Wir sind dabei, uns klarzumachen, woher denn diese vielen unterschiedlichen politischen Systeme kommen, die es auf der Welt gibt. Eines Teils haben wir gesehen, dass sie sich daraus ergeben, dass es eben verschiedene Möglichkeiten gibt, den großen Leviathan, den Staat, in seiner Gewalt, in seiner Macht, auch in seiner freiheitsgefährdenden Rolle an die Leine zu legen. Durch Rechtsstaatlichkeit, durch Gewaltenteilung, durch Demokratie, auch durch Liberalismus. Und je nachdem, welche dieser Instrumente man in welcher Kombination verwendet, entstehen verschiedene Staaten. In der letzten Stunde haben wir gesehen, dass ganz unterschiedliche Typen von politischen Systemen dann entstehen, wenn man unterschiedlichen Leitideen davon folgt, wie man das Gemeinwohl erkennen und in die Tat umsetzen kann. Und heute wollen wir den Versuch unternehmen, die große Vielfalt von politischen Systemen bei allen Völkern zu allen Zeiten in einer möglichst leicht zu begreifenden Weise zu ordnen und die wesentlichen Merkmale der unterschiedlichen Systemtypen uns vor Augen zu führen. Wir beginnen mit einigen Gedanken darüber, nach welchen Gesichtspunkten sich denn überhaupt, ausgehend vom Modell des politischen Systems, halbwegs stabile Herrschaftsformen gliedern lassen. Also nicht die Situation des Bürgerkrieges mit sehr fluiden politischen Strukturen, sondern dort, wo eine bestimmte Verlässlichkeit da ist, nämlich jene Verlässlichkeit, die seit der italienischen Renaissance heißt lo Stato, ein verfestigter Zustand der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und genau das ist unser heutiger Staatsbegriff. Wir wollen dann auf die zentralen Merkmale, auf die wichtigsten Untertypen und Entstehungsgründe der drei Haupttypen politischer Systeme achten. Als da ist der liberale demokratische Verfassungsstaat, heute in gar nicht so furchtbar wenigen Staaten der Welt verwirklicht, freilich in einer Minderheit aller politischen Systeme. Die autoritäre Diktatur, in Geschichte und Gegenwart der am meisten verbreitete Typ politische Systeme und folglich sind hier dann auch noch einige Unterfälle zu unterscheiden. Und dann die totalitäre Diktatur, die schlimmstmögliche aller Herrschaftsformen, die Gott sei Dank auch eine ziemlich seltene Herrschaftsform ist. Das tröstet aber jene nicht, die das Pech haben, zu ihren Lebzeiten in einer totalitären Diktatur leben zu müssen. Was das politische System ist und wie man sich das vorstellen kann, wie man sich also diese Maschine zum Politikmachen anschaulich machen kann, das haben wir schon vor vielen Stunden uns angesehen. Es gibt die Gesellschaft, die im Zug der gesellschaftlichen Arbeitsteilung allgemein verbindliche Regeln und Entscheidungen braucht. Sie schafft sich ein zentrales politisches Entscheidungssystem durch die Gründung und dann auch Bändigung des Staates. In dieses ganz verschieden, auch auf verschiedenen Ebenen aufbaubare politische Entscheidungssystem. Zudem kann sie noch gesellen eine öffentliche Verwaltung, durch die der Staat seine Maßnahmen durchsetzt. Es können entstanden sein Massenmedien bis hin zu Radio, Fernsehen, Internet, was alles das politische System, das Politikmachen natürlich sehr stark verändert. In das politische System werden Forderungen hineingestopft. Wir wollen einen Mindestlohn, wir wollen die Reduktion von CO2-Ausstoß oder was auch immer man fordern mag. Das politische System kann Entscheidungen treffen, setzt Regeln, etwa über Energiepolitik und Steuerpolitik. Die wirken sich in der Gesellschaft aus. Hoffentlich so, wie man sich das wünscht, in der Praxis meistens mit etlichen Nebenwirkungen. Und was dann in der Gesellschaft durch Politik angerichtet wird, ja, das wirkt sich zurück, das wirkt sich aus auf die Weise, wie die Bürger einer Gesellschaft zu ihrem politischen System stehen. Haben sie den Eindruck, na ja, alles läuft jetzt ganz wunderbar, dann entsteht das, was wir genannt haben, Legitimitätsglauben. Haben sie den Eindruck, ein Land wird in den Graden regiert, ja, dann werden sie sich empören, demonstrieren, werden innerlich oder äußerlich dem politischen System kündigen und keine Unterstützung des Systems durch Regelkonformität, durch Bezahlen von Steuern und Abgaben und so weiter mehr leisten. Das ist der Zustand der Legitimität eines politischen Systems und der ist relativ selten. Es kann ja sein, dass einfach, weil diese Systeme so kompliziert sind, sich Störungen, Fehler einschleichen, dass Systemteile unabhängig voneinander reformiert werden und anschließend nicht mehr so richtig zusammenpassen. Es kann sein, dass die Gesellschaft sich entdifferenziert, Seuchen, Hungersnöte, Überschwemmungen. Aus einer komplexen, vielgegliederten Gesellschaft wird eine sehr einfache Struktur, die braucht dann auch kein komplexes politisches Entscheidungssystem mehr. Wenn ein Staat am Zerfallen ist, ja, der langen
Anführer von Clans, Anführer von Räuberbanden. Aus dem System kommen dann vielleicht gar keine Entscheidungen mehr raus, weil es ohnehin sinnlos ist, etwas durchsetzen zu wollen. Es fehlen einem angesichts von rivalisierenden Clans einfach die Machtmittel. Die Verwaltung, sofern sie noch besteht, kann korrupt sein, ineffizient sein. Die Massenmedien, sofern es sie noch gibt, sie können unglaubwürdig sein. Kein Mensch meint, dass das, was drinnen steht, auch stimmen würde. Folglich entfällt irgendwann die Unterstützung für das politische System. Ja, und damit verkümmert der Input-Zweig des politischen Systems und es kann noch eine Zeit lang als Fassade funktionieren, aber es wird nicht so richtig als zu Recht bestehend wahrgenommen. Das ist der Zustand der Illegitimität, was heutzutage und früher wohl auch ein sehr weit verbreiteter Zustand politischer Systeme ist. Ich warne noch einmal dringend davor, den Zustand, in dem diese komplizierte Maschinerie des Politikmachens gut läuft, störungsfrei funktioniert, für den Normalfall zu halten. Das, was wir für normal erachten, ist in Wirklichkeit eine gigantische kulturelle Leistung, eine große Ausnahme von dem, was normalerweise funktionieren würde. Heute haben wir das Phänomen der scheiternden Staaten, der zusammenbrechenden Staaten, und diese Probleme verdanken sich ganz stark dem Versuch, das europäische Staatsmodell in Weltregionen zu exportieren, denen die Voraussetzungen für dieses westlich auf Gewaltenteilung und Demokratie und Konkurrenz und Pluralismus gegründete Staatswesen, auf denen fehlen die Voraussetzungen, auf denen man so ein Staatswesen gründen könnte. Was gibt es sonst noch für Variationen? Gesellschaft kann sich entdifferenzieren, da waren wir schon dabei. Es kann sein, das politische Entscheidungssystem ist kaum existent, noch nicht entstanden. Kann sein, Verwaltung gibt es nicht. Kann sein, Massenmedien sind kaum existent. Dann funktioniert ohnehin alles ziemlich anders. Da haben wir ein rudimentäres politisches System, das weder etwas bewirkt noch unterstützt wird. Also einen Zustand, der von der Möglichkeit durch Politik irgendetwas Gutes zu bewirken, Schutz nach außen, Sicherheit im Inneren, Rechtssicherheit, gar soziale Gerechtigkeit zu praktizieren, weit, weit entfernt ist. Das sind politische Systeme, die nur ganz rudimentär funktionieren, wenig belastbare Legitimität haben. Und das ist leider Gottes auch ein ziemlich weit verbreiteter Zustand politischer Systeme. Der Fachbegriff dafür lautet inzwischen marginale Staatlichkeit. Staatlichkeit, die sich sozusagen am Margin auf Englisch, ist der Rand, der Abgrund, die sich am Abgrund des totalen Zusammenbruchs sich bewegen. Etwas freundlicher formuliert kann man sprechen von einer regulierten Anarchie. Keine Macht für niemand, niemand herrscht so wirklich. Aber jene, die ein bisschen Macht haben, die akkommodieren ihre Interessen wechselseitig, sodass man die Sache zum Wohle der jeweiligen Eliten, nicht der Regierten, eine Zeit lang aufrechterhalten kann. Und genau das ist jene Situation, die, Thomas Hobbes lässt grüßen, durch den Aufbau eines Staates überwunden werden soll. In genau diesen Situationen der regulierten Anarchie, des Bürgerkrieges oder etwas übertrieben oder pathetisch ausgedrückt, des Krieges aller gegen alle, genau da entsteht das Verlangen nach Ordnung, nach dem Staat, so wie ich es Ihnen in der Folie über die Staatsentstehung, die im Wesentlichen die Gedanken von Thomas Hobbes zusammenfasste, gezeigt habe. So, wenn man nun Staaten aufbaut aus diesem Zustand der marginalen Staatlichkeit, der regulierten Anarchie, werden die Regeln, nach denen man ein Staatswesen aufbaut, natürlich folgenreich sein. Und auf dieser Folie fassen wir manches zusammen, was wir schon in anderen Zusammenhängen ausgeführt haben, und schauen uns die Bandbreite systemprägender Spielregeln an. Wie kann man es mit der Herrschaft halten, also einer sozialen Organisation, in der es Leute gibt, mit einer angebbaren und großen Chance, dass ihre Befehle auch befolgt werden? Das ist nach Max Weber die Definition von Herrschaft, die auf einer der früheren Folien draufsteht. Soll Herrschaft verstanden sein als Obrigkeit? Es gibt eben welche, die das Recht zu regieren haben und denen muss man gehorchen. Oder stellt man sich Herrschaft vor als eine treuhänderische Geschäftsführung? Wir halten uns im Zug der gesellschaftlichen Arbeitsteilung Leute, die eben das Geschäft des Regierens zu verrichten haben und gefälligst in Krisensituationen nicht so faul sein sollen, zu sagen, nö, wir wollen nur in die Opposition. Regierungsverantwortung wollen wir auf gar keinen Fall tragen. Die zweite Spielregel betrifft die Rechte der Regierten. In der Stunde über Rechtsstaatlichkeit als Menschenrechte eingeführt. Stellt man sich die Rechte der Regierten vor als Rechte, die der Staat, weil er so nett und freundlich ist,
der regierten Bevölkerung gewährt, sodass der Bürger gefälligst dem Staat dankbar zu sein hat, wenn der Staat sagt, du hast das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung, ach wie schön, wie dankbar bin ich dafür. Oder stellt man sich diese Menschenrechte als von Natur aus besessen vor, wofür es, Blick zurück, keinen sachlichen Grund gibt. Außerdem, dass wenn wir uns anders verhalten, wir sehr schnell in scheußliche, inhumane Zustände hineingeraten. Also geht man der hilfreichen Fiktion nach, jeder Mensch hätte von Natur aus bestimmte Rechte, die der Staat folglich auch nicht wegnehmen darf, wenn er Anspruch auf Legitimität erheben will. Wie wird mit dem Recht umgegangen? Stellt man sich das Recht vor, wie etwa in einem formalen Rechtsstaat oder wie in einem Staat, der sozialistische Gesetzlichkeit praktiziert, stellt man sich das Recht vor als ein Werkzeug der Politik. Es muss halt alles gemäß der Gesetzlichkeit sein, wie es in der DDR hieß. Und die Gesetzlichkeit, die richtet man sich dann eben so, dass die angestrebten politischen Ziele erreicht werden. Oder stellt man sich Recht vor als eine Schranke von Politik? Dient das Recht der Begrenzung der Staatsmacht? Das macht einen Unterschied, ob man das so oder anders sieht. Wie geht man um mit der Machtausübung der Regierenden? Soll man sie erleichtern, weil die Regierenden ja im Besitz einer wissenschaftlichen Weltanschauung, einer göttlichen Offenbarung sind oder einfach so tolle Hechte sind, dass man denen das Geschäft des Regierens, das er eh so schwer ist, möglichst erleichtern muss? Oder soll man das Geschäft des Regierens erschweren, etwa durch Gewaltenteilung, etwa durch Demokratie, sodass die Regierenden nicht einfach tun können, was sie wollen, sondern das, was wir zu akzeptieren bereit sind? Wie organisiert man die politischen Teilhabe die Teilhabewünsche der Bürger? Soll man sie in Schranken weisen, weil ja bekanntlich viele Köche den Brei verderben? Oder soll man sie fördern? Es ist gut, wenn möglichst viele sich an Politik beteiligen mit ihren unterschiedlichen Interessen und Sichtweisen. Wie will man es damit halten? Wie soll man umgehen mit politischen Konkurrenten, also Andersdenkenden, Anderswollenden, mit Leuten, die etwas sagen, was uns missfällt? Wie sollen wir mit denen umgehen? Sollen wir sie ausschalten und davor ausgrenzen? Oder sollen wir ihre Chancen sichern, auch das sagen und wollen zu können, was uns widerstrebt? Auch das ist keine ganz unwichtige Unterscheidung. Je nachdem, wofür man sich entscheidet bei diesen 6 Punkten, verwirklicht man ein Gemeinwesen, das den Prinzipien des Pluralismus entspricht, oder ein Gemeinwesen, das den Prinzipien des Monismus entspricht, so wie wir es in der letzten Stunde entfaltet haben. Jetzt haben wir ungefähr verstanden, woher es kommt, dass es so furchtbar verschiedene politische Systeme gibt. Jetzt lautet die Frage, wie kann man denn die ordnen, sodass man mit möglichst wenig Denkaufwand eine Landkarte hat oder sozusagen ein Regalsystem, wo man alle knapp 200 bestehenden Staaten der Gegenwart und alle paar tausend bestehenden politischen Systeme aus der Vergangenheit am richtigen Ort aufräumen und wiederfinden kann. Wie also kann ein Baukastensystem zur Unterbringung der verschiedenen politischen Systeme, die es unter Menschen nun einmal gibt, aussehen? Es scheint hilfreich zu sein, das mit einem dreidimensionalen Merkmalsraum, auf Deutsch gesagt mit einem Schrank, zu versuchen. Der Schrank hat die folgenden Dimensionen. Das erste ist die Herrschaftsstruktur. Ist sie gewaltenteilend, so wie wir das besprochen haben, oder ist sie monistisch, so wie wir das gesprochen haben? Alle Macht in eine Hand, keine Gewaltenteilung. Das zweite, worauf wir blicken, ist die politische Willensbildung. Wer darf Anteil daran nehmen, was denn allgemein verbindlich gemacht werden soll und was nicht? Soll diese Willensbildung konkurrierend erfolgen? Also wer immer etwas will, darf sich daran beteiligen. Ob er am Schluss eine Mehrheit findet, ja, das bleibt eben auszuhandeln und zu sehen. Oder soll diese Willensbildung monopolisiert sein? Monopolisiert sein von denen, deren wissenschaftliche Weltanschauung ohnehin sagt, was getan werden muss, die auf der Grundlage göttlicher Offenbarung wissen, was für Menschen und Staaten gut ist, oder die einfach deswegen ein Monopol errichten,
weil einfach keiner so toll ist wie der größte Feldherr aller Zeiten oder das Genie der Karpaten oder der große Hirte der sowjetischen Völker oder der große Steuermann Mao Zedong, um die wichtigsten Beispiele der Gegenwart zu nennen. Die dritte Dimension ist der politische Gestaltungsanspruch. Wovon glaubt man, dass die Politik sich darum kümmern soll? Soll die Politik sich nur um das kümmern, was zwingend notwendig ist, damit ein Staat entsteht und besteht? Also stabile politische Strukturen, Ordnung, vielleicht sogar Recht, damit Legitimität entstehen kann. Soll also der Staat so schlank sein, wie es gerade geht, damit er auch so leistungsfähig ist, würde ein Liberaler sagen, wie ein Hochleistungssportler? Oder soll der staatliche Gestaltungsanspruch nachgerade unbegrenzt sein? Soll er auch den inneren Menschen prägen, die Glaubensüberzeugung eines Menschen, sozusagen sein Gewissen prägen? Das läge dann nahe, wenn eine wissenschaftliche Weltanschauung einem klar sagt, wie ein vernünftiger Mensch zu ticken hat, wenn göttliche Offenbarung klar macht, wozu Gott jeden Einzelnen berufen hat, oder wenn einfach der große Führer oder die große Führerin, weil sie oder er ebenso klug ist, ohnehin weiß, wie Menschen zu ticken haben, wenn sie ein gutes und gelingendes Leben haben wollen. Ja, und damit haben wir drei Dimensionen. Und so entsteht unser dreidimensionaler Merkmalsraum, unser Schrank, in dem wir sämtliche politischen Systeme verorten können. Spannend an so dreidimensionalen Merkmalsräumen sind eines Teils immer die Ecken, wo die Extremwerte der Dimensionen, aus denen so ein Merkmalsraum besteht, zusammenkommen. Und spannend ist das, was sich in der Mitte tut. Die eine Extremfiguration, politische Systeme mit monistischer Herrschaftsstruktur, monopolisierter Willensbildung und unbegrenztem politischen Gestaltungsanspruch, nennen wir totalitäre Systeme, von lateinisch totus, ganz insgesamt, weil eben insgesamt Staat und die Bewohner des Staates vom politischen System geprägt werden sollen. Das andere Extrem nennen wir den liberalen demokratischen Verfassungsstaat, ein Staat mit Gewaltenteilung, deswegen auch Verfassungsstaat, ein Staat mit konkurrierender Willensbildung, deswegen demokratisch, und ein Staat, der nur das tut, was eben nur der Staat machen kann, was die Leitgedanke des Liberalismus ist. Das sind zwei Extremfigurationen von Staaten und die meisten Staaten, die es je gegeben hat, waren irgendwo dazwischen im grünen Bereich. Das sind die autoritären Diktaturen. Der Blick auf Geschichte und Gegenwart und im Laufe der nächsten Jahrzehnte auch auf das, was jetzt noch Zukunft ist, zeigt, dass totalitäre Diktaturen sich, abgesehen von der nordkoreanischen, nicht allzu lange halten. Sie wandeln sich irgendwann zu normalen autoritären Diktaturen. Demokratische Verfassungsstaaten, so schön sie sind, sind immer wieder zusammengebrochen, was hoffentlich so schönen Staaten, wie wir sie in Europa haben, nicht widerfährt. Aber das bedarf dann ständigen Mittuns, damit sie erhalten bleiben. Das ist so wie, naja, das Aufrechterhalten einer spätgotischen Sandsteinkathedrale, wo an diesen ganzen Zierformen und Statuen immer wieder Wind und Hagel und Wetter ansetzt und man ständig alles erneuern muss, damit das Ding nicht eines Tages kaputt geht. So, das vorausgeschickt habend, schauen wir uns nun die unterschiedlichen Formen politischer Systeme an und beginnen mit der widerlichsten Form des politischen Systems, die zugleich jene Form ist, die meistens mit den größten Hoffnungen begrüßt wird und unglaublich viel an Ethos zu entfesseln versteht. Das ist die totalitäre Diktatur mit den vorhin beschriebenen Merkmalen, monistische Herrschaftsstruktur, also die Möglichkeit zur Willkürherrschaft, eine weitgehend monopolisierte politische Willensbildung ohne Einbeziehung aller Bürger ab einem bestimmten Alter in die Einbeziehung schon der Bildung des politischen Willens und ein System mit einem zumindest zeitweise unbegrenzten staatlichen Gestaltungsanspruch. Grundlage aller Totalitarismen ist die Gemeinwohlvorstellung a priori. Man weiß von vornherein, was für Mensch und Gesellschaft gut ist. Und das Gute wird einfach durchgesetzt. Koste es, was es wolle. Hannah Arendt in ihrem schönen Buch über die Ursprünge totalitärer Herrschaft hat das Bild des Hobelns als
kennzeichnend für alle totalitären Diktaturen bezeichnet. Es gibt eine Vorstellung dessen, was man schaffen muss durch Hobeln von Brettern. Und wo gehobelt wird, da fallen die Späne. Und wer sich gegen die Gestalt, die am Schluss herauskommen soll, sperrt, der gehört eben zu den Spänern. Um die ist nicht schade. Hauptsache, die reine, glatte Figur dessen, was man anstrebt, entsteht am Schluss. So, wie entsteht Totalitarismus? Ja, er entsteht so. Wie immer fängt der Gedankengang mit einem Zylinder an. Und wie so häufig ist es die Gesellschaft. Diese Gesellschaft da, die hat ein paar Probleme. Aber Gottlob gibt es Leute, optimistisch in die Zukunft blickend, die sagen, wir lösen eure Probleme, wir haben die Rezepte. Der technische Ausdruck lautet, eine neue Führungsgruppe tritt an, die sagt, wir können die Probleme dieser Gesellschaft lösen, denn wir haben die richtigen Rezepte dafür. Wie diese Führungsgruppe an die Macht gelangt, kann verschieden sein. Es kann ein Putsch sein, es kann eine in Rechtsform bewerkstelligte Machtübernahme sein, wie auch immer. Diese Führungsgruppe hat eine bestimmte Idee vom Gemeinwohl, religiös, wissenschaftlich oder sonst wie begründet. Diese Führungsgruppe will ein neues Wertesystem durchsetzen, also neue Selbstverständlichkeiten durchsetzen, nach denen die Menschen ihr Leben und die Gesellschaft gestalten. Denn an den bestehenden Selbstverständlichkeiten, an den bestehenden Werten ist ja was faul. Sonst gäbe es ja die großen gesellschaftlichen Probleme nicht, die wir haben. Wir müssen das morsche, falsche, alte durch etwas Richtiges, Zukünftiges ersetzen. Und wir, die Führer, wir wissen, was das Richtige ist. Wissenschaftliche Weltanschauung sagt uns das, göttliche Offenbarung. Oder unser Führer ist einfach so toll, dass er alles bedacht hat, etwa in Wien im Männerheim. Also diese neue Führungsgruppe versucht, das neue Wertesystem in der Gesellschaft durchzusetzen. Flächendeckend. Denn nur wenn alle mitmachen, dann wird wirklich etwas Neues. Die ganzen Saboteure, Zersetzer, die müssen beseitigt werden. Die hindern bloß den Aufbau des guten Neuen. Und nun macht man sich daran, dieses flächendeckend, das ganze menschliche Leben umfassende Wertesystem in den einzelnen Gesellschaftszweigen durch und umzusetzen. Es kann ja sein, dass die Leute sagen, hey, darauf haben wir gewartet. So wollten wir immer schon leben. Toll. Ja, dann passiert überhaupt nichts Unangenehmes. Dann machen alle mit und sind glücklich, weil sie den neuen Glauben annehmen, sich auf die wissenschaftliche Weltanschauung einlassen oder dem Führer mit großer Freude und Inbrunst zujubeln. Es kann aber auch sein, dass in der Gesellschaft Widerstand regt. Dass Leute sagen, hey, so haben wir nicht gewettet, das wollten wir nicht, als wir dich gewählt haben. Wir haben den folgenden Versprechungen von euch geglaubt, die haltet ihr nicht ein. Schaut mal, was passiert, wenn wir das wirklich so machen. Kurzum, es kann sich Widerstand regen gegen den Versuch, das neue Wertesystem, die neuen Selbstverständlichkeiten gesellschaftlich durchzusetzen. Der Widerstand kann sich gegen einzelne Maßnahmen und niedere Chargen im politischen System richten oder gegen die Führer, die Führungsgruppe selbst. So, was macht jetzt unsere Führungsgruppe? Sie kann sagen, ah, es gibt ja Widerstand. Vielleicht wollen die Leute das gar nicht, was wir wollen. Vielleicht haben wir ja Unrecht. Ach ja, wir verändern unsere Politik. Künftig unterlassen wir alles, was den Leuten nicht gefällt und machen etwas, was ihnen gefällt, was dem Leitgedanken der Demokratie entspricht. Dann ist das Problem gelöst. Es kann aber sein, dass die Führungsgruppe sagt, ja, Moment einmal, dieser Widerstand, der kommt nur davon her, A, dass die Leute zu dumm sind, blöder Mob, dummes Pack, nicht so klug wie wir, oder dass die Führer sagen, naja, das sind jene, denen der richtige Glaube fehlt, das sind Ungläubige, das sind Falschgläubige. Deswegen widersetzen sie sich der wahren Religion, gleich welche Art, die wir ihnen doch bringen, statt dass sie dankbar sind. Oder es kann sein, dass sie sagen, hey, wir sind an der Macht, wir sind gut, wir haben einen langen Weg zurückgelegt aus der Kampfzeit unserer Bewegung und jetzt bleiben wir an der Macht. Die geben wir jetzt nicht mehr her. Wir brechen einfach den Widerstand. Und eben die Brechung des Widerstandes, und zwar die flächendeckende, rücksichtslose Brechung des Widerstandes. Um jeden Preis, ganz gleich, wie viele Späne weggehobelt werden müssen, wie viele Leute man umbringen muss. Diese Brechung des Widerstandes,
erzeugt die scheußliche Alltagspraxis des Totalitarismus. Und jetzt Achtung, wir müssen zwei Dinge unterscheiden, sonst begreifen wir die ganze Entstehungsdynamik und die Entwicklungsdynamik von Totalitarismus nicht. Das Erste am Totalitarismus ist immer der Versuch, ein neues Wertesystem in einer Gesellschaft durchzusetzen, neue Selbstverständlichkeiten an die Stelle der alten zu setzen. Das ist das, was man nennt das Primärphänomen des Totalitarismus. Es soll auch und gerade gegen Widerstand ein neues handlungsleitendes Wertesystem einer Gesellschaft aufgeprägt werden und man glaubt, das Recht zu haben aus den üblichen drei Gründern. Diese Gruppe, die was Neues machen will, weil sie sich dazu berechtigt, der nachgerade berufen fühlt, gelangt an die Macht und beginnt mit dem, was man technisch nennt, eine voluntaristische Wirklichkeitskonstruktion. Jegliche Wirklichkeit ist eine soziale Konstruktion. Wirklichkeit fällt nicht vom Himmel. Und diese Leute machen voluntaristische Wirklichkeitskonstruktion. Das meint, weil drinnen steckt das lateinische Wort voluntas, der Wille, das meint, ich will eine bestimmte Wirklichkeit herbeiführen. Koste es, was es wolle. Das machen die. Und oft ist das Wertesystem eben so, dass es tatsächlich Widerstand hervorruft und dann entschließt man sich, den Widerstand zu brechen. Und genau dann entstehen die sekundären Merkmale des Totalitarismus. Die springen einen unmittelbar in die Augen und sind gleichwohl das Nachgeordnete, das Sekundäre. Worin bestehen diese Sekundärphänomene? Ja, Widerstand regt sich, gegen diesen Widerstand gehen die Herrschenden vor. Sie zentralisieren alle Machtmittel, Gewaltenteilung wird abgeschafft, Massenmedien werden der staatlichen Leitung unterstellt, Polizei und Innenministerien sowieso. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Konkurrenz wird ausgeschaltet, man verbietet andere Parteien, sperrt ihre Führer ein oder treibt sie ins Exil. Sie können mal die Geschichte der sogenannten nationalsozialistischen Machtergreifung oder dessen, was sich in der DDR oder vor der Gründung der DDR schon in der sowjetischen Besatzungszone getan hat, unter diesem Gesichtspunkt sich ansehen. Man macht Kommunikationskontrolle, geredet werden darf nur das, was die Regierenden wollen, gelesen werden darf nur das, was die Zensur übersteht. Und in Zeiten des Internets schafft es die chinesische Regierung relativ gut, den größten Teil der Kommunikation tatsächlich auch im Internet zu kontrollieren. Und natürlich macht man Repression. Wer nicht folgt, dem wird gezeigt, was die Folgen seiner Auflehnung sind. Ab und zu reicht der Hinweis, ja, pass auf, was du sagst, wir haben da noch ganz andere Mittel. Man kann das verschärfen, indem man in der Früh um vier läutet und jemanden der Polizei zuführt. Man kann Schauprozesse machen. Und im Idealfall weiß man, es geht nach Bautzen oder es geht so, wie es ein ironisch gemeintes, aber traurig wahres angebliches Kindergebet aus dem Nazireich sagte, lieber Gott, mach mich stumm, dass ich nicht nach Dachau komme. Und wenn dann alle kuschen, ja, dann ist der Widerstand weg. Und man kann gemäß dem neuen Wertesystem weiter vorgehen. Und exemplarischer Terror, dass man mal diesen oder jenen Andersdenkenden vermöbelt, ja, mein Gott, oder Fensterscheiben einwirft, Autos anzündet, ja, das kann die Sache noch auf das Allererfreulichste abrunden. Das ist das, was in der Literatur heißt, das klassische Totalitarismus-Syndrom. Sind sozusagen die politischen Oberflächenstrukturen von Totalitarismus. Sie werden bewirkt durch das Primärphänomen und man sollte sie nicht mit totalitärer Herrschaft gleichsetzen. Ob diese Führungsgruppe eine rote Weltanschauung vertritt oder eine braune oder eine grüne, was die Farbe des Propheten ist, ist völlig egal. Es funktioniert immer auf exakt die gleiche Weise. Wie geht es weiter mit Totalitarismus, wenn er mal entstanden ist? Ach, bevor wir das ansehen, blicken wir noch auf Totalitarismus und Autoritarismus, weil die meistens verwechselt werden. Ähnlich bis gleichartig an Totalitarismus und Autoritarismus sind die Sekundärphänomene der politischen Machtausübung, nämlich die oft brutale Anwendung von Repressionsmitteln, mit denen man die politisch geschaffenen Zustände auf Dauer zu stellen versucht. Unterschiedlich ist aber das Primärphänomen.
In autoritären Diktaturen fehlt in der Regel, denn sonst wären sie auch keine gemäß unserem Schrankbau, fehlt das totalitäre Primärphänomen, nämlich der engagierte Versuch, in der regierten Gesellschaft selbst gegen ausdrücklichen Widerstand der Bevölkerung ein neues Wertesystem durchzusetzen. Autoritarismus begnügt sich in der Regel damit, die Macht der Mächtigen aufrechtzuerhalten. Wer denen in die Quere kommt, kommt ins Gefängnis oder auf die Guillotine. Wer den Mächtigen nicht in die Quere kommt, ja, der soll nach seiner Fasson selig werden, solange er ja nicht versucht, auf Politik Einfluss zu nehmen. Das macht autoritäre Regime viel lebenswerter, um es brutal zu sagen, als totalitäre Systeme sein können. In der autoritären Diktatur kann man von Politik unbehelligt leben, was in der Regel nur den Leuten schwerfällt, die sich nun mal für Politik interessieren und politisch tätig sein mögen. Aber wem Politik ohnehin nicht am Herzen liegt, der passt wunderbar als Untertan in eine autoritäre Herrschaft hinein. Und folglich muss man um jeden Preis den üblichen Anfängerfehler und leider Gottes auch Kollegenfehler vermeiden, der darin besteht, aus einer Analyse von staatlichen Macht- und Repressionsapparaten abzuleiten, ob eine autoritäre oder eine totalitäre Herrschaft vorliegt. Die Daumenregel, die völlig falsche Daumenregel, lautet dann, wenn es sehr blutig ist, ist es Totalitarismus, wenn es nicht sehr blutig ist, ist es bloß Autoritarismus. Das ist mit Verlaub eine sehr kindische Betrachtungsweise. Das Wesentliche am Totalitarismus ist der Versuch, ein neues Gefüge handlungsleitender Werte einer Gesellschaft aufzuzwingen. Ein Versuch übrigens, der auch gut gehen kann, sodass am Schluss die ganzen Sekundärphänomene zumindest großenteils verschwinden können. Und damit sind wir bei den Entwicklungspfaden von Totalitarismus. Totalitarismus oder totalitäre Herrschaft fängt immer mit einer Radikalisierungsphase an. Die Radikalisierung ergibt sich als Reaktion der neuen Machtgruppe auf den Widerstand, der aus der Gesellschaft dem politischen Gestaltungsversuch entgegengesetzt wird. Anschließend kommt es immer zu einer von drei möglichen Entwicklungen. Entweder totalitäre Herrschaft klingt ab. Die Kosten der Diktaturdurchsetzung, die Kosten der voluntaristischen Wirklichkeitskonstruktion, die werden den Machthabern zu hoch. Allzu viele Leute müsste man einknasten oder umbringen und dann fehlen einem die Fachleute für die Betriebe, die Firmen, für die öffentlichen Verwaltungen, fürs Militär. Die Sowjetunion ist so ein Beispiel. Nach mehreren Phasen offenen Terrors sah man erstens, dass die Sowjetwirtschaft nicht funktionieren kann, wenn man alle kundigen Betriebsleiter exekutiert. Und zweitens begriff man irgendwann, man braucht auch Soldaten, insbesondere im Krieg gegen die Nazis. Und dann klingt totalitäre Herrschaft ab, weil der Wirtschaftsprozess gestört ist oder weil es einen abnehmenden Grenznutzen gibt. Wenn ich noch mehr Leute einsperre und umbringe, setze ich doch nicht das als gesellschaftliche Selbstverständlichkeit durch, was ich durchsetzen möchte. Obendrein braucht man für viele Zwecke eine freiwillige Massenloyalität, die nicht erzwungen wird. Das kann funktionieren durch Indoktrination, wie es anscheinend in Nordkorea ziemlich gut funktioniert. Aber in halbwegs offenen Gesellschaften, also die man nicht abschotten kann, sind dem Grenzen gesetzt, etwa in der DDR, in deren Mitte ja der westdeutsche Rundfunksender stand, der West-Berlin hieß. Und von deren Grenzen aus man fast das gesamte DDR-Gebiet mit westlichen Fernseh- und Hörfunksendungen abdecken konnte. Abschottung war schwer möglich. Massenloyalität war nötig und natürlich auch erstrebt. Es wollen ja jene, die ein totalitäres System errichten, dem Menschen nichts Böses tun. Sie wollen was Gutes tun und hoffen deswegen auf Mitwirken, weswegen man umso erboster ist, wenn jemand trotzdem nicht mitmacht. Die zweite Entwicklung ist, dass so ein System zerstört wird. Entweder bricht es im Inneren zusammen, weil der Bogen überspannt worden ist. Es kommt zu einer Revolution, wo die totalitäre Machtgruppe beseitigt wird. Das können Sie in der Französischen Revolution sehen, als die Gruppe um den Wohlfahrtsausschuss, um Robespierre herum,
nach einigen Monaten selbst auf der Guillotine landet, weil die Leute einfach zu viel Angst hatten, selber auf der Guillotine zu landen. Oder es kann sein System von außen her zerstört werden. So ging es mit dem Totalitarismus der Nazis. Es wurde einfach das Reichsgebiet schlicht erobert. Hitler brachte sich um, andere auch. Die restlichen wurden gefangen genommen und vor Gericht gestellt. Und manche entkamen freilich auch, kehrten aber nicht in ihre politischen Machtpositionen aus der totalitären Nazizeit zurück. Oder aber, und das ist ganz wesentlich zu bedenken, es kann ja sein, dass das neue Wertesystem irgendwann von der Gesellschaft akzeptiert wird. Was vor 40 Jahren als neu und ganz unmöglich galt, das wird selbstverständlich. Dann baut sich eine Gesellschaft und dann bauen sich ihre kulturellen Selbstverständlichkeiten tatsächlich um. Dann ist Wirklichkeit neu konstruiert. Das ist das, was in großen Teilen in der DDR gelungen ist. Sehr viele haben das neue Wertesystem übernommen, angenommen, fühlten sich in ihm beheimatet und behaust. Und solchen Leuten gegenüber muss man natürlich keine Repression anwenden. Es genügt, etwas sarkastisch formuliert, der Hinweis, dass man ja Repression anwenden könnte, wenn es notwendig wäre, aber jeder sieht doch ein, dass das ja vielleicht besser zu vermeiden ist. Wenn Sie das vor Augen haben, dann merken Sie, das, was im grünen Kasten steht, dass eine der Legenden der Politikwissenschaft schlechterdings wirklich nur eine Legende ist, nämlich, dass die Totalitarismustheorie Systemwandel nicht erfassen könne, eine rein statische Theorie sei. Nichts ist falscher als das, zumindest in Bezug auf die Totalitarismustheorie von Martin Drath, die ich Ihnen auf meinen Folien vor Augen geführt habe und die beste der auf dem Markt befindlichen Totalitarismustheorien ist. Blicken wir noch auf Glanz und Elend von Totalitarismus. Der Glanz ist vor allen Dingen wichtig. Totalitarismus entsteht meistens aus den allerbesten Absichten. Das ist das, was man sich klar machen muss. Totalitarismus entsteht nicht, weil einfach Verbrecher die Macht ergreifen. Im schlimmsten Fall sind es wirklich redliche Idealisten, die aber glauben, sie müssten hobeln und dann sei um die Späne nicht schade. Idealismus und Brutalität gehen sehr häufig sehr eng Hand in Hand. Zweitens, Totalitarismus kann jederzeit entstehen, wenn verfassungsrechtliche, verfassungsstaatliche Sicherungen unwirksam werden. Wenn also irgendeine Gruppe anfangen kann, eine Gesellschaft gegen ihren Widerstand mit einem neuen Wertesystem auszustatten. In Verfassungsstaaten ist das ziemlich schwer. In Diktaturen ist das ziemlich leicht. Folglich können autoritäre Diktaturen ganz leicht in den Zustand totalitärer Herrschaft zurückgleiten. Die gute Nachricht lautet, dass Totalitarismus sich immer, es kann aber auch lange dauern wie in Nordkorea, Totalitarismus wird sich zu einer verfassungsstaatlich ungesicherten autoritären Herrschaft weiterentwickeln. Und aus autoritärer Herrschaft kann auch ein Verfassungsstaat samt Demokratie entstehen. Alle demokratischen Verfassungsstaaten, die wir haben, entstanden aus autoritären Diktaturen. Also, Totalitarismus ist eine ganz lausige Ausnahme in der Geschichte eines politischen Systems. Lassen Sie mich noch einige historische Beispiele hinzufügen. Der erste Totalitarismus, von dem wir wissen, tut sich im alten Ägypten, als Pharao Amenophis IV., besser bekannt unter dem Namen Echnaton, eine neue Religion, nämlich die Religion des Sonnengottes Aton, einführen, durchsetzen will und damit gigantischen gesellschaftlichen Widerstand auslöste, der dazu führte, dass seine neu errichtete Hauptstadt dann zerstört wurde, dass man seine Statuen kaputt machte und so weiter. Wir finden totalitäre Herrschaft in kleinerem Maßstab in Florenz des 16. Jahrhunderts, frühen 16., späten 15. Jahrhunderts, als der Mönch Savonarola zum Bußprediger wird und sagt, diese ganze gesellschaftliche Dekadenz in Florenz, die ist ganz furchtbar, Leute, bringt eure Schätze, die werden öffentlich verbrannt, so wurde es auch gehandhabt. Tja, und am Schluss hatten die Florentiner die Nase voll und verbrannten Savonarola und befreiten sich so von dieser totalitären Phase. Was Ähnliches gab es im Genf von Jean Calvin, was Ähnliches gab es in Münster, als die Wiedertäufer dort für einige Zeit lang die Herrschaft ergriffen.
Der nächste große Auftritt des Totalitarismus ist die Französische Revolution, insbesondere das Jahr 1793, die Zeit des großen Terrors, wo im Namen der Vernunft eben geköpft wurde. Dann kommt als nächstes große totalitäre System die werdende Sowjetunion, die ja gleich mit extremem leninschen Terror beginnt. Dann kommen die stalinischen Säuberungen. Ja, nach seinem Tod mit Khrushchev wandelt sich das System tatsächlich zu einer autoritären Diktatur. Das nannte sich dann Entstalinisierung, Ende der totalitären Phase des Systems. China, zur Mao-Zeit beim großen Sprung, bei der Kulturrevolution, Höhepunkte des Totalitarismus. Dazwischen drin bitte nicht vergessen, das Nazireich. Davor ansatzweise der italienische Faschismus, aber damit italienischer Liberalität, um das Wort Saumseligkeit zu vermeiden, betrieben, nicht in jenen entsetzlichen totalitären Systematisierungszwang verfallen wie die Nazis. Und in Nordkorea können wir heute noch ein totalitäres System beobachten. Im Iran, nach der islamischen Revolution, die Ayatollah Khomeini an die Macht brachte, entstand ein totalitäres System, das sich jetzt inzwischen längst autorisiert hat. Und der Islamische Staat, kurz aufgeblüht, war ein wunderbares Beispiel für totalitäre Herrschaft. So, und von diesen unangenehmen und hässlichen politischen Systemen gehen wir jetzt in weniger hässliche hinein. Dass sie schön sind, will ich freilich nicht behaupten. Das sind die autoritären Diktaturen. Dort gibt es keine gewaltenteilende Herrschaftsstruktur, also Diktatur und Willkürherrschaft. Dort gibt es eine ziemlich monopolisierte politische Willensbildung, ohne dass man alle Bürger ab einem bestimmten Alter in die politische Willensbildung einbeziehen würde. Das sind oligarchische Systeme, wo wenige die Macht ausüben. Und dort ist im Unterschied zur totalitären Herrschaft der staatliche Gestaltungsanspruch begrenzt. Und eben einen auf den Machterhalt begrenzten staatlichen Gestaltungsanspruch bezeichnet man in der Regel mit dem Begriff autoritär oder Autoritarismus. Diese autoritären Diktaturen sind extrem vielfältig und deshalb brauchen wir einen weiteren Schrank, um in dem das aufzuräumen, was bei dem vorigen dreidimensionalen Merkmalsraum die große grüne ellipsoide Form inmittern des Schrankes gewesen ist. Wir verwenden wieder einen dreidimensionalen Merkmalsraum. Die eine Dimension ist der Grad der Machtteilung. Es kann sein, dass, wie auf einer der vorigen Folie beschrieben, die Macht aufgeteilt ist auf unterschiedliche Clans, die sich um ein Miteinander auskommen bemühen. Das nennt man mit Juan Linz synarchische Clanherrschaft. Gemeinsam teilen sich die autoritären Häuptlinge ihrer Clans die Macht. Und im anderen Extrem kann es geben eine durchstrukturierte Einparteienherrschaft, was immer Partei je nach historischen Umständen meinen will. Alle Macht in die Hand einer Organisation. Die zweite Dimension ist der Grad der Partizipation der Bürgerschaft. Auch das kann sehr verschieden sein. Im einen Extrem wird die Bürgerschaft depolitisiert und depolitisiert gehalten. Kümmert euch ja nicht um Politik, das geht euch nichts an. Davon versteht ihr nichts. Die Geheimnisse des Regierens sind Bauern und Tölpel und Pack und Mob wie euch geistig vorenthalten. Verschwindet von den Straßen und Plätzen, beschäftigt euch nicht mit Politik, außer, zweites Extrem, lasst euch mobilisieren im Dienst dessen, was richtig ist, was nämlich der Staat vorgibt als richtig. Massenmobilisierungsregime ist einer der in der Literatur früher verwendeten Ausdrücke dafür. Der Staat ruft die Bürger zu Demonstrationen für die Regierung, für das, was die Regierung will, für die regierenden Parteien und jeder hat gefälligst zu kommen. Keiner darf abseits stehen. Dritte Dimension ist der Grad der Ideologisierung. Im einen Extremfall begnügt sich das politische System damit, die überkommenen Mentalitäten zu pflegen. Naja, glaubt weiterhin, was ihr wollt. Solange ihr uns politisch nicht in die Quere kommt, ist das okay. Bleibt weiterhin unaufgeklärt. Wenn ihr klüger wärt, würdet ihr euch ja vielleicht doch bloß um Politik Gedanken machen. Das braucht es nicht, denn die Politik machen ja wir. Im anderen Fall freilich kann der Staat sagen, nee, das reicht ja nicht, dass die Leute depolitisiert sind. Sie sollen vom Richtigen überzeugt sein. Jeder soll mitwirken. Wir wollen die gesellschaftlichen Kräfte entfalten, um was Gutes hinzustellen.
Wir müssen die Sowjetunion elektrifizieren. Dafür brauchen wir Leute, die mitmachen, die begeistert sind. Also das Gegenprogramm zur reinen Mentalitätspflege. So, wir bauen wieder unseren Schrank auf, haben die drei Dimensionen und wie üblich sind die Extrembereiche die spannenden. Links unten ein politisches System mit durchstrukturierter Einparteienherrschaft, Ideologisierung und Mobilisierung der Bevölkerung. Ja, sowas nennt sich starker Autoritarismus und das geht nahtlos in totalitäre Herrschaft über. Das ist im Übrigen genau der Weg, wo Totalitarismus hin zu Autoritarismus abklingt. Von radikalem Totalitarismus hin zu starkem Autoritarismus und dann vielleicht woanders hin weiter. Rechts oben haben wir den schwachen Autoritarismus, regulierte Anarchie genannt, wo wir verschiedene Machtträger haben, freilich keine demokratischen, die sich so durchaus kriegerisch miteinander auseinandersetzen, wo die überkommenen Mentalitäten gepflegt werden und wo alle Regierenden froh sind, wenn sich möglichst wenige Leute einmischen. Und natürlich haben wir auch hier wieder einen großen Übergangsbereich mit vielen Misch- und Übergangsformen. Jetzt braucht man es aber noch etwas konkreter, dass die Extrempunkte wieder so in die Mitte tendieren, dass also hier das Entropiegesetz zuschlägt, das liegt ja auf der Hand. Wir müssen sie noch näher gliedern, und zwar zwischen schwachem und starkem Autoritarismus. Jetzt kommen so einige der eingeführten Fachbegriffe, nicht alle sind der Weisheit letzter Schluss, aber das ist das, was so in der politikwissenschaftlichen Fachsprache eben üblich ist, manches vielleicht nicht ganz so bekannt. Das erste nennt sich nach Juan Linz Sultanismus. Sultanismus, ja, in etwa der politischen Denkweise im Osmanischen Reich nachgebildet, meint, dass es eine ressourcenmäßig begrenzte, oft nur auf den Hof, das Palastregime begrenzte und oft traditionell legitimierte persönliche Macht gibt. Es gibt halt einen, der ist der Oberherr, viel machen kann er zwar nicht außerhalb seines engeren Herrschaftsbereichs, aber irgendeinen an der Spitze braucht es vielleicht für manche Zwecke. Na, da kommt der ran. Außerdem sagt uns unsere Religion, dass das der Nachfolger der Kalifen ist. Ja, und da hatten wir unsere glänzendsten Zeiten zur Zeit der rechtgeleiteten Kalifen. Schon näher zum starken Autoritarismus hin geht das, was sich nennt militärisch-bürokratische Herrschaft. Militär und Bürokratie sind in Staaten die, die notwendigen Ressourcen haben, um Militär und Bürokratie aufrechtzuerhalten. Wird wohl schon das frühe chinesische Kaiserreich. Das sind die harten Kerne von Staatlichkeit. Wenn sonst nichts funktioniert, das funktioniert meistens noch. Und darüber kann man dann auch ein Regieren mit harter Hand durchsetzen, selbst wenn man kein neues Wertesystem einer Gesellschaft aufprägen will, sondern seinen Ehrgeiz daran setzt, das Bestehende zu verwalten. Die dritte Form hat einen sehr europäischen Begriff, weil es sowas außer von Europa selten gegeben hat. Das ist der Ständestaat. Nach alter Prägung sind es Geburtsstände. Man wird geboren in den Bauernstand, in den Adelstand, kann sich aufmachen durch Glück und Erziehung in den Stand der Geistlichkeit, kann in Städte gehen, gehört dann dem Bürgerstand an. Das sind so die alten Geburtsstände. Im 19. Jahrhundert, als mit Frühparlamentarismus und Liberalismus das geburtsständische Denken seine Plausibilität verloren hatte, kam man auf die Idee, dass ja in einem Staat verschiedene Gruppen von Leuten Verschiedenes zum Staat beitragen. Ein Gedanke, den es übrigens schon bei Platon gibt. Es gibt die Berufsstände. Es gibt jene, die in der Landwirtschaft tätig sind. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, das was später hieß, der primäre Sektor. Es gibt jene, die im Staat tätig sind, als Staatsbeamte, auch zum Sicherheitsbereich, Polizei, Militär gehörend. Es gibt jene, die in Kultur und Wissenschaft tätig sind. Und alle tragen zum Staatswesen bei. Folglich muss man den Staat so aufbauen, dass jene, die zum Staat mit ihren je spezifischen Berufen beitragen, ihre eigenen Organisationen haben. Und gestützt auf diese eigenen Organisationen kann dann die staatliche Gewalt legitimiert, teilweise auch kontrolliert werden. Spanien zur Franco-Zeit hatte einen solchen berufsständischen Autoritarismus. Und der letzte Restbestand solchen berufsständischen Staatsaufbaus hatte der Freistaat Bayern, solange es dort noch den Senat gab. Im Senat waren eben die Interessenverbände der Landwirtschaft, der Wissenschaft, der Kultur, der Arbeitnehmerschaft, der Unternehmerschaft, waren natürlich auch die Religionsgemeinschaften vertreten.
ziemlich handfest autoritär wird es mit dem, was man nennt vorgeblendeten Pluralismus. Das sind politische Systeme mit einer zentralen Machtorganisation, etwa einer kommunistischen Partei, die aber Pluralismus vorblenden, wie es die DDR getan hat, wo er im demokratischen Block eben nicht nur die SED war, sondern auch die Ost-CDU, die LDPD, die NPDP, der Bauernbund, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und was es sonst noch gegeben hat. Auf dem Papier wirkte das wie Pluralismus, gibt ja verschiedene Parteien, die sind sich bloß so einig, dass sie Gottlob an einem Strang ziehen. Aber völlig klar war, wer sozusagen die Führung hat. Noch handfester wird es, wenn man eine Entwicklungsdiktatur anstrebt. Wir sind ein rückständiges Land, wir müssen uns modernisieren, dazu müssen wir alle Ressourcen ausschöpfen, arbeiten alle mit, aber unter straffer Anführung. Und so sind viele Staaten Afrikas nach der Entkolonialisierung zunächst einer bestimmten Fortschrittsphase entgegengeführt worden. Und dann gibt es die Erziehungsdiktaturen, das geht dann nahtlos in totalitäre Herrschaft über. Man will das Innere der Menschen beeinflussen, ihnen ein neues Wertesystem aufprägen. Damit haben wir die Vielfalt der autoritären Diktaturen ganz grob gegliedert. Man kann es noch viel feiner machen, aber nicht für Anfängerzwecke. Die Gegenwart ist voll von autoritären Diktaturen und die Geschichte erst recht. Das führt zur Frage, warum sind denn autoritäre Diktaturen so häufig? Und die Antworten sind eigentlich auf der Hand liegend. Erstens, autoritäre Diktaturen haben wenig anspruchsvolle Voraussetzungen. Man kann sie immer errichten. Und sie beschränken sich im Wesentlichen auf die Sicherung der Machtstrukturen, auf die Sicherung des Staates, also von lo stato, einem verfestigten Zustand der gesellschaftlichen öffentlichen Ordnung. Beispiele sind die germanischen Eroberungsstaaten der Völkerwanderungszeit, die Personenverbandsstaaten des Hochmittelalters und viele postkoloniale Staaten des 20. Jahrhunderts, darunter fast ganz das politisch korrekte subsaharische Afrika, müsste man politisch korrekt heutzutage sagen, statt Schwarzafrika. Also das funktioniert immer. Bei Mugabe funktionierte es jahrzehntelang und bei seinen Nachfolgern wahrscheinlich immer noch. Zweitens werden autoritäre Diktaturen häufig begrüßt von den Regierten. Die Leute sind dankbar dafür, weil nämlich etwa nationale Machtlosigkeit überwunden wird. Endlich modernisiert einer das Land und bringt uns voran, sodass wir diesen ganzen westlichen Staaten Paroli bieten können. Das macht bei uns die chinesische kommunistische Partei, das ist das unsterbliche Verdienst von Mao. Er hat uns aus dem Status einer Halbkolonie befreit, wieder ein starkes China aufgebaut. Er hat zwar einige auch große Fehler gemacht, den großen Sprung, die Kulturrevolution. Das alles ist aber nachrangig in Bezug oder im Vergleich damit, dass mit Mao Zedong wir es wieder geschafft haben, uns als Chinesen ein starkes Staatswesen zu geben. Ich habe hier ganz kurz die historische Einordnung von Mao in der gegenwärtigen chinesischen Selbstsicht wiedergegeben. Oder bürgerkriegsartige Zustände werden überwunden. Statt eines Bürgerkrieges hat man einen großen Diktator. Das ist die hobbesianische Version. Oder man hat sein totalitäres Regime beseitigt, aber jetzt ist der Staat in Unordnung. Jetzt braucht es eine starke Hand. Schauen wir auch hier wieder auf einige Beispiele. Überwindung nationaler Machtlosigkeit, die Türkei von Atatürk nach dem Niedergang des Osmanischen Reiches, das Ägypten von Nasser, das Syrien von Assad, Assad Papa wohlgemerkt, Überwindung von bürgerkriegsähnlichen Zuständen, der aufsteigende Absolutismus in Frankreich des späten 16. Jahrhunderts, nach der Zeit der Religionskriege und so weiter, war es einfach schön, endlich wieder eine zentrale Staatsgewalt zu haben und keinen Bürgerkrieg mehr, weil die ganzen Adligen an den Hof nach Versailles verfrachtet worden sind und in der Provinz keinen Krieg mehr führen konnte. Die Diktatur der institutionalisierten Revolutionspartei in Mexiko nach der Revolution von 1916, die ja bis zu unseren Lebzeiten angedauert hat, oder der spanische Franco-Faschismus. Viele haben ihn begrüßt, jetzt ist dieser Bürgerkrieg vorbei. Endlich wissen wir wieder, wo es lang geht. Schade, dass wir verloren haben, aber besser als der Krieg ist es allemal. Und Befreiung von totalitärer Herrschaft, ja, die Herrschaft Napoleons nach der Instabilität und nach dem jakobinischen Terror der Revolution. Die Khrushchev- und Brezhnev-Zeit in der Sowjetunion. Die Brezhnev-Zeit gilt vielen Russen nachgerade als das goldene Zeitalter, wo Friede da war und stabile Lebensmittelversorgung, keine Kleptokratie. Oder die Deng-Periode von China
nach dem Sturz der Viererbande, nach Maos Tod, oder die Islamische Republik Iran. Es gibt noch einen dritten Grund, warum autoritäre Diktaturen so häufig sind. Es gibt dann noch einen vierten, aber der dritte Grund ist der, dass es in sogenannten traditionellen Herrschaftssystemen, wo man sich einfach daran gewöhnt hat, wir als Bürger haben nichts zu sagen, wir sind keine Bürger, wir sind Untertanen des Pharao, des Kaisers oder von sonst jemandem, da gibt es wenig Verlangen nach Alternativen. An den Beispielen sehen Sie das. Als menschliche Politik anfängt im Neolithikum, haben wir das, was mangels eines besseren Begriffes Häuptlingsverfassung heißt. Natürlich braucht eine Sippe einen Anführer, braucht eine Stadt jemanden, der sich um Verteidigung und so weiter kümmert. Klar, wie soll es anders sein? Das pharaonische Ägypten, die Ägypter waren stolz darauf, ihren Pharao zu haben, kaiserliches Rom. Der Ständestaat des Abendlandes mit Machtaufteilung zwischen den Ständern und der Krone, der Absolutismus. Insbesondere die Konservativen trauten ihm dann nach, als der Liberalismus aufkam. Das chinesische Kaiserreich, die Reiche der Azteken und Inka. Das ist traditionale Legitimierung und eben nicht rationale. Denn wenn man die Bevölkerung illiterat hält, wie es die meisten alten Ägypter gewesen sind, wo soll dann rationaler Diskurs über Politik herkommen? Und wenn es außerhalb des Vorstellungsvermögens ist, dass Krete und Plete über Politik was zu sagen hätten, ja, dann hofft man darauf, dass der Kaiser schon, der chinesische Kaiser, die Harmonie zwischen Himmel und Erde und in der Gesellschaft aufrechterhält. Wenn nicht, na, dann muss die Dynastie gestürzt werden. Der dritte Grund, warum autoritäre Regime so häufig sind, ist der, dass man sie gut stabilisieren kann. Sozusagen durch Zuckerbrot und Peitsche. Was meint das? Wenn man es schafft, für die Regierten eine Daseinsvorsorge seitens des Staates aufzubauen, die als ausreichend erscheint, von der Wiege bis zur Bahre widerfährt dir nichts. Wir garantieren dir deinen Arbeitsplatz. Wenn du alt bist, wirst du nicht verhungern, du kommst in Altersheim. Ja gut, hast nicht so viel wie zur normalen Zeit, aber der Staat kümmert sich um dich. Ärztliche Versorgung gibt es auch, zwar nicht immer gleich und vielleicht nicht so, dass du immer zufrieden bist, aber jeder kümmert sich um dich. Dir wird Arbeit nachgewiesen, du wirst nie arbeitslos werden können. Und wenn man einen solchen Daseinsvorsorgestaat, der als ausreichend gilt, aufbaut in Verbindung mit einer wirksamen Repression, Repression gegen jene, die sagen, hey, Vater Staat, du knuffelst mich zu fest, es tut weh, lass mal deinen Griff locker. Wenn man dann sagen kann, hey, Sohnemann, so nicht, ich kümmere mich um dich und jetzt passt du dich gefälligst meinen Vorstellungen an. Schließlich schuldest du mir eine Gegenleistung für alles, was ich für dich tue. Und wenn du jetzt weiter nicht Ruhe gibst, verfrachte ich dich dorthin. Ins Bett mit dem Klaps hinten drauf oder nach Bautzen. Also die Verbindung eines als ausreichend empfundenen Daseinsvorsorgestaates mit wirksamer Repression. Die rät selbst solchen Leuten von der Auflehnung ab, die meinen, das ganze System sei vielleicht nicht ganz richtig. Oder es sei nicht überall die Richtigen an der richtigen Stelle. Und die Beispiele umfassen natürlich alle realsozialistischen Staaten nach ihren offen totalitären Phasen, die es am Anfang überall gab. Und natürlich gehörte die DDR zu den autokratischen, zu den autoritären Diktaturen, die genau auf diese Weise stabilisiert wurden. Und die anderen Beispiele aus den europäischen Diktaturen, die bis in die 70er Jahre bestanden, sind hier unten aufgeschrieben. Wenn Sie das alles verstanden haben, dann ist völlig klar, warum autoritäre Regime so häufig vorkommen. Die Frage lautet, wie geht es weiter? Denn immerhin gibt es ja inzwischen auch demokratische Verfassungsstaaten. Autoritäre Diktatur muss ja nicht der Endzustand, eine evolutionäre Sackgasse von Systemen sein, obwohl es das sein kann. Wie geht es also weiter und wohin weiter? Und jetzt achten Sie auf den Gedankengang, der sich auf dieser Folie durch Animation ergibt. Das ist der Schrank, wo man sämtliche autoritären Diktaturen einordnen kann. Es kann sein, dass sich an die Stelle von synarchischer Clanherrschaft Verfassungsstaatlichkeit setzt. Feste Staatsgewalt auf verlässliche Institutionen, horizontal, vertikal, temporal und so weiter aufgeteilt. Da gibt es nicht mehr Macht aus einer Hand. Es kann sein, dass an die Stelle der Depolitisierung einer Gesellschaft die Selbstverständlichkeit selbstbestimmter politischer Partizipation von Bürgern, nicht von Untertanen tritt.
Dass es also zur Spielregel wird, hey, kümmere dich um Politik, interessiere dich für Politik, beteilige dich politisch, werde gefälligst Mitglied einer Partei. Ohne Parteien funktioniert Demokratie nicht. Und jeder Mensch, der halbwegs klug ist und was leisten kann, gehört in eine politische Partei. Es gibt ja auch deren genügend. Und dann ändert sich die Partizipation in einer Gesellschaft. Und bei der Ideologisierung kann es dazu kommen, dass statt einfach überkommene Mentalitäten weiter zu pflegen, es selbstverständlich wird, zum politischen System, zu seinen Leitideen, zu den gepflogenen Politiken und zu den Selbstverständlichkeiten der politischen Klasse eine kritische Haltung einzunehmen. Also nicht einfach affirmativ sich zu verhalten zur politischen Ordnung, weil sie da ist, ist sie gut, sondern sie zu hinterfragen. Wo hat sie ihre Macken, ihre Schwachstellen, was muss verbessert werden? Ja, und wenn auch das zustande kommt, dann bewegt sich so ein politisches System in vielfältigen Übergangsformen hin zu einem pluralistischen, demokratischen Verfassungsstaat. Und das ist tatsächlich die Entwicklung, die allen Staaten zu wünschen ist, in denen es die Voraussetzung für Demokratie gibt, die nun freilich sehr vielfältig und sehr schwierig sind und nicht überall verfügbar sind. So, dann gehen wir auf einen, wie mir scheint, viel schöneren Staatstyp ein, den liberalen demokratischen Verfassungsstaat. Hier können wir manches einfach wiederholen und müssen dann nicht so lange sprechen. Der hat eine gewaltenteilende Herrschaftsstruktur und eben Gewaltenteilung konstituiert Verfassungsstaatlichkeit. Es gibt eine konkurrierte politische Willensbildung unter Einbeziehung aller Bürger ab einem bestimmten Alter. Genau das ist das, was man Demokratie nennt. Und es gibt einen begrenzten, einen sehr, ab und zu sehr begrenzten staatlichen Gestaltungsanspruch, nämlich in dem Umfang, in dem ein Staat wirklich ein liberaler Staat ist. Natürlich gibt es auch nicht liberale Verfassungsstaaten. Etwas sozialdemokratische Verfassungsstaaten oder sozialistische Verfassungsstaaten. Die sind Demokratien und haben Gewaltenteilung, aber sie haben die Leitidee, dass der Staat durch Umverteilung für soziale Gleichheit und Gerechtigkeit zu sorgen hat. Das sind auch demokratische Verfassungsstaaten, aber eben nicht vom liberalen Typ und sie stehen nicht da oben im Extrem, weil der staatliche Gestaltungsanspruch eben viel weiter geht als in einem liberalen Staat. Was Liberalismus ist, das haben wir schon zweimal besprochen, das muss jetzt hier nicht nacherzählt werden, aber je nachdem, in welchem Umfang ein Staat Liberalismus sich anverwandelt, gibt es mehr oder weniger Subsidiarität, mehr oder weniger Raum für gesellschaftliche Selbstorganisation. Übernimmt der Staat mehr oder weniger? Ein rein liberaler Staat würde sich beschränken auf die Schaffung von Rechtsstaatlichkeit und innerer Sicherheit. Er würde sich beschränken auf die Gewährleistung von Sicherheit nach außen, damit im Staat selbst man sich gemäß eigenen Wünschen entwickeln kann. Dabei wird dem Einzelnen viel zuvertraut und abverlangt, der Staat soll schlank sein. Warum sind solche Staaten, obwohl sie eigentlich sehr plausible Ideen haben, also liberale demokratische Verfassungsstaaten, relativ selten? Denn keiner wird auf die Idee kommen, Deutschland rundum als einen liberalen demokratischen Verfassungsstaat einzuschätzen. Demokratischer Verfassungsstaat sehr wohl, aber vom Liberalismus haben die Leute Angst. Die haben ja neulich mal eine liberale Partei auch aus dem Parlament gewählt und erst jüngst wieder hineingewählt. Warum sind rein liberale Verfassungsstaaten so selten? Sie sind faktisch selten, weil sie eben Voraussetzungen brauchen, die besonders schwer zu schaffen sind. Nämlich eine selbstbewusste Gesellschaft, die den Staat nicht als Krücke will, sondern die sagt, unsere Probleme lösen wir selbst. Wenn der Staat sich dran macht, sich in unsere Probleme einzumischen, entsteht nur Bürokratie, Korruption und Rechtsprechung, die alles überwuchert. Abgesehen davon gibt es auch drei große normative Argumentationen gegen einen rein liberalen Staat und die sind allesamt sehr plausibel. Naja, allesamt nicht. Die erste betrachte ich nicht als plausibel, obwohl sie ab und zu Realitätsgehalt haben kann. Die klassische autoritären Position und die klassische konservativen Position ist die, Liberalismus ist gefährlich, weil er, der Liberalismus, die Stabilität des Staates gefährdet und die Gestaltungsmacht des Staates. Ein Staat, der liberal ist, der kann zu wenig, der will zu wenig, der ist zu unehrgeizig. Der überlässt sozusagen, und damit komme ich schon in die nächste Argumentationsschiene, der überlässt den Starken in der Gesellschaft das Schicksal der Schwachen.
Das ist das sozialistische oder sozialdemokratische Argument gegen einen rein liberalen Staat. Liberalismus dient nur den Starken und lässt die sozial Schwachen im Stich. Im ganzen Kontext der Neoliberalismuskritik sind all diese Argumente bis ins Einzelne wieder einmal ausbuchstabiert worden. Und dann gibt es noch das materiell rechtsstaatliche Argument gegen einen rein liberalen Staat. Denn nach dem rein liberalen Staat hat sich der Staat, abgesehen von der Pflege eines bestimmten, sehr engen Minimalkonsenses, nicht zu kümmern um das, was die Leute denken. Aber wo sind dann die Grenzen? In dieser Argumentation wird gesagt, der Staat solle nicht nur das Gehäuse gesellschaftlicher Selbstorganisation sein, also ein Rahmen, in dem jeder machen kann, was er will und die Mächtigeren folglich mehr als die weniger Mächtigen machen können, sondern der Staat selbst soll vorstaatliche Werte auch bei gesellschaftlichem Desinteresse an ihnen in Geltung halten und fördern. Der Staat soll sozusagen nicht parasitär sich darauf verlassen, dass das, was in der Gesellschaft jeweils gerade an Werten modisch ist, auch wirklich zu einem stabilen und lebenswerten Staat führt. Er soll Voraussetzungen aufrechterhalten, von denen er abhängt. In einem liberalen Staat ist das schwer möglich, weil die menschliche Freiheit auch sagen kann, genau die und die Werte können für mich keine Geltung haben. Und wenn das die mehreren in einem Staat sind, dann folgt aus dem Demokratieprinzip, dass man der Mehrheitsmeinung zu folgen hat. Das ist genau der Hintergrund des berühmten Satzes eines Verfassungsrichters namens Böckenförde, nachdem der liberale Staat jene Voraussetzungen nicht selbst schaffen kann, von denen seine Existenz abhängt. Der rein liberale Staat stellt alles zur Disposition von Einzelnen und gerät auf diese Weise in die Gefahr, die Wertbindung, die materielle Rechtsstaatlichkeit erodieren zu lassen. Und weil an diesen Argumenten mehr oder minder viel dran ist, sind die Versuche sehr selten, einen rein liberalen Staat aufzubauen. Der einzige, der noch halbwegs stark liberal ist, sind die USA, wo Vorstellungen der europäischen Sozialdemokratie nachgerade wie kommunistische Umverteilung und Beendigung des American Way of Life gelten. Und gleichwohl ist der Ausbau des Sozialstaates auch in den USA vorangekommen, freilich nicht so weit wie in Europa. Und ist genau die Debatte darüber, was der Staat alles können soll, was er dürfen soll, also die Debatte um das Ausmaß seines Liberalismus, eines der zentralen innenpolitischen Streitthemen. Und heftiger denn je im Übrigen. So, liberale, rein liberale demokratische Verfassungsstaaten sind selten. Demokratische Verfassungsstaaten selbst gibt es, Gottlob, inzwischen relativ viele. Was sind ihre realen oder ihre wichtigsten Unterschiede? Wir schauen jetzt sozusagen die Konstruktionspläne eines Schrankes an, in dem wir die unterschiedlichen demokratischen Verfassungsstaaten ihrerseits unterbringen können. Sie unterscheiden sich eines Teils in ihrem Regierungssystem. Und die einzelnen Ausprägungsformen stehen hier, präsidentiell, semipräsidentiell und so weiter. Die werden wir uns anschließend im Detail ansehen. Es unterscheiden sich die demokratischen Verfassungsstaaten in der Rolle, die plebiszitäre Instrumente in ihnen spielen, neben allgemeinen Wahlen zu Parlamenten oder Wahlen von Staatsoberhäuptern. Welche Rolle spielen Volksabstimmungen? Sind sie eher eine rein repräsentative Demokratie? Oder haben sie auch sehr viele und auch wirksame plebiszitäre Instrumente? Und der dritte Unterschied zwischen demokratischen Verfassungsstaaten ist die Rolle des politischen Streits. Baut sich das System normativ auf Streit auf oder normativ auf Aushandlungen und Kompromisse? Fangen wir an mit dem Regierungssystem und unterscheiden zunächst noch einmal das präsidentielle vom parlamentarischen Regierungssystem. In der Stunde über Gewaltenteilung habe ich Ihnen das schon vor Augen geführt. Präsidentielles Regierungssystem meint, dass das Volk sowohl das Parlament als auch den Präsidenten wählt und dass die politische Hauptkampflinie zwischen Staatsoberhaupt und Volksvertretung verläuft. Ein parlamentarisches Regierungssystem, historisch wesentlich jünger, funktioniert so, dass die Bevölkerung ein Parlament wählt, dass das Parlament aus sich heraus eine Regierung hervorbringt. Da gibt es einige Spielarten, die aber an dieser Stelle noch nicht zu behandeln sind.
Dass also die politische Hauptkampflinie zwischen der regierungstragenden Parlamentsmehrheit und der Opposition im Parlament und außerhalb des Parlaments verläuft. Wie man das Staatsoberhaupt ins Amt bringt, da gibt es verschiedene Wege mit ihren besonderen Vorzügen oder Mackern. Das eine nennt sich alter Dualismus, das andere nennt sich neuer Dualismus. So, und wer jetzt weiterdenkt, fragt sich, ja, kann man denn das nicht auch noch anders einrichten? Muss denn die Regierung entweder vollständig beim Präsidenten liegen oder muss die Regierung vollständig beim Parlament liegen? Gibt es nicht auch die Möglichkeiten, zwischen präsidentiellem und parlamentarischem Regierungssystem Übergangsformen zu schaffen, Kombinationen aus den, Klammer auf, vermeintlichen, Klammer zu, Vorteilen beider Systeme? Ja, das wird versucht, das nennt sich dann im Fachbegriff ein hybrides Regierungssystem, nennen Sie mit dem eingebürgerten Begriff ein semipräsidentielles Regierungssystem oder aus der anderen Warte betrachtet ein semiparlamentarisches Regierungssystem. Schauen wir uns an, wie so eins aussieht. Wir haben wieder das Wahlvolk. Das Wahlvolk wählt sich sein Parlament. Das System, wie etwa in Frankreich oder in der deutschen Weimarer Republik, kann so eingerichtet sein, dass sich das Volk auch seinen Staatsoberhaupt wählt. Und dann kann die Verfassung vorsehen, dass die Regierung im Zusammenwirken von Präsident und Parlament zustande kommt. Achten Sie jetzt gleich auf die unterschiedlichen Ausprägungsformen dieses Systems, die sich daraus ergeben, ob die Parlamentsmehrheit politisch die gleiche ist wie die Mehrheit, die den Präsidenten ins Amt gebracht hat. Wenn wir einen sozialistischen Präsidenten haben, hat die sozialistische Partei im Parlament dann die Mehrheit oder nicht? Was ergibt sich, wenn es gegenläufige Mehrheiten sind? Ein bürgerlicher Präsident mit einer sozialistischen Parlamentsmehrheit. Und bedenken Sie, was passiert, wenn das Parlament so aufgesplittert ist, dass sich das Parlament gar nicht einigen kann auf eine Regierung. Also, zurück zum Hauptstrang des Gedankengangs. Wie kriegt man eine Regierung? Ja, im Zusammenwirken von Präsident und Parlament. Die Regelungen sind vielfältig. Die Grundform ist immer die, der Präsident ernennt jemanden zum Regierungschef. Er bringt einen oder eine ins Amt, aber die Regierung braucht im Parlament eine Unterstützung. Folglich bringt auch das Parlament die Regierung ins Amt durch ein parlamentarisches Vertrauensvotum oder durch den Verzicht auf ein Misstrauensvotum. Und das kann gut gehen, wenn es keine problembelasteten Beziehungen zwischen dem Präsidenten und dem Parlament gibt, keine problembelasteten Beziehungen zwischen dem Präsidenten und der Regierung gibt. Die Knautschzone eines solchen Systems ist die doppelte Abhängigkeit der Regierung. Abhängig einerseits vom Präsidenten, abhängig andererseits vom Parlament. Und je nachdem, ob Präsident und Parlament politisch miteinander können, kann so ein System so oder anders oder auch gar nicht funktionieren. Und wir schauen uns nun die zwei extremen Funktionsprobleme eines solchen Systems an. Möglichkeit Nummer eins, Parlament und Regierung stehen in einem Verhältnis wie im parlamentarischen Regierungssystem. Also die Regierung hat die Mehrheit im Parlament. Der Präsident stammt von einer gegnerischen Partei. Und dann kann es sein, dass der Präsident sich unterordnet, wie es der französische Präsident in Zeiten einer sogenannten Cohabitation macht. Etliche französische Präsidenten hatten sozusagen das Pech, mit einer politisch gegnerischen Nationalversammlung regieren zu müssen. Und das Übliche war, sie haben sich untergeordnet, haben sich auf ihre von der Verfassung vorgesehenen Spezialrechte beschränkt und ansonsten den Premierminister machen lassen. Dann funktioniert ein solches Regierungssystem im Wesentlichen wie ein parlamentarisches Regierungssystem. Der Präsident zieht sich auf seine überparteiliche Rolle als Staatsoberhaupt zurück. So funktioniert im Wesentlichen das österreichische politische System. Es kann sein, dass die Parlamentsmehrheit und die Regierung die gleiche Farbe haben wie der Präsident. Präsidialmehrheit und Parlamentsmehrheit sind identisch. Der Präsident ist der Anführer jenes großen Machtblocks, der eben alle letzten Wahlen gewonnen hat. Dann wird die Regierung gleichsam zum Arbeitsstab des Präsidenten. So hat sich das der Präsident de Gaulle für Frankreich ausgedacht. Diese Situation hatten manche Präsidenten, Mitterrand in etlichen Jahren seiner Amtszeit auch. Die Regierung und das Parlament wird dann nachgeordnet dem Präsidenten. Der Präsident wird zum dominierenden politischen Akteur.
Die Franzosen nennen sowas dann eine Monarchie républicaine, eine republikanische Monarchie. Der Präsident agiert wie ein Monarch und kann das auch, weil es keine Widerlage für seine Macht gibt. Im französischen Fall ist dann auch ein großer Teil der Justiz und des Polizeiapparates über Skandale mit dem Präsidenten verbandelt, die Massenmedien ohnehin, und das System kann sehr defizitäre Formen annehmen. Dritte Möglichkeit, und das ist das gigantische Problem dieses instabilen semipräsidentiellen Regierungssystems: Das Parlament ist, etwa weil es ein Verhältniswahlrecht gibt, so zersplittert, dass es Schwierigkeiten hat, eine Regierung ins Amt zu bringen. Das konnten sich Deutsche lange Zeit nicht vorstellen. Seit mindestens einer Woche können sich das auch Deutsche vorstellen. Was passiert dann? Man kriegt höchstens eine instabile Regierung. Wenn Sie jetzt ein präsidentielles Regierungssystem haben mit einem vom Volk gewählten Präsidenten und ein Parlament, das wenig handlungsfähig ist, eine Regierung, die wenig handlungsfähig ist, dann kann die Verfassung vorsehen, dass der Präsident, der sich auf Autorisierung und Legitimierung durch das Volk berufen kann, dass der auch noch die Möglichkeit hat, Volksabstimmungen anzusetzen. Also die Regierung kann keine Entscheidung mehr durchbringen, weil das Parlament so zersplittert ist. Der Präsident befragt nun das Volk, weil er der authentische Sprecher des Volkes ist. Er stützt sich auf plebiszitäre Legitimation, geschehen in seiner Wahl, geschehen in einer Serie von Volksabstimmungen, die er durchführt. Er wird, der Präsident, zur dominierenden politischen Figur, aber diesmal nicht nur gestützt auf eine Parlamentsmehrheit, die es an dieser Stelle nicht gibt, sondern direkt gestützt auf das Volk. Und wenn man dann nicht aufpasst, kann es leicht sein, dass im Namen der Demokratie die Demokratie abgeschafft wird. Im Führer verkörpert sich der Volkswille. Der Führer, der Präsident, erkennt den Volkswillen und er setzt ihn durch. Und wenn die Parlamente ihn daran hindern, ja, mein Gott, da muss man die Parlamente abschaffen. Oder man muss mit dem Parteiensystem aufräumen. Es gab mal einen deutschen Spitzenpolitiker, der stolz darauf war, dass er mit allen politischen Parteien aufgeräumt hat, weil er kein Politiker wie die ganz anderen war. Am Schluss entsteht aus so einem System eine Diktatur. Wir Deutschen haben ein semipräsidentielles Regierungssystem in der Weimarer Republik ausprobiert. Es hat uns nicht wirklich gut getan. Weswegen jene, die das Grundgesetz gemacht haben, ein strikt parlamentarisches Regierungssystem eingeführt haben. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, wie man vom Regierungssystem her einen demokratischen Verfassungsstaat ausgestalten kann. Das ist die sogenannte Proporzdemokratie, die wir in der Schweiz haben, die wir in etlichen österreichischen Bundesländern haben und die derzeit manche sogar für Deutschland vorschlagen. Und die geht so: Das Parlament hat eine bestimmte Zusammensetzung, weil also das Wahlvolk wählt ein gemäß seiner Präferenzverteilung proportionales Parlament als Abbild seiner selbst. Und dann lautet die Spielregel, dass alle im Parlament sitzenden Parteien auch in der Regierung vertreten sein müssen. Das ist eine Allparteienregierung, zunächst mal sehr plausibel, keine Minderheitsregierung, alle Parteien sind dabei, proportional zur Zahl ihrer Parlamentsmandate. Es gibt in einem solchen System keine parlamentarische Opposition, weil alle mitregieren. Es gibt eine fallbezogene Opposition, klar. Und Schweizer sagen dann: Bei uns in der Schweiz sind wir so demokratisch, dass die einzige Opposition das Volk ist. Wobei das Volk die Opposition eben durch plebiszitäre Instrumente ausüben kann. Und im Grunde ist es die Einführung von Volksabstimmungen gewesen, die überhaupt diese Proporzdemokratie in der Schweiz seit dem späten 19. Jahrhundert herbeigeführt hat. Wer der Staatsoberhaupt ist, das ist ganz egal. Der hat ohnehin keine politische Rolle. Und wer das Staatsoberhaupt bestellt, das ist völlig nachrangig. Das ist ein System, das weder den alten Dualismus noch den neuen Dualismus aufweist und das immer wieder mal vorkommt. Und ein solches System braucht erst recht plebiszitäre Instrumente. Deswegen haben wir in der Schweiz plebiszitäre Instrumente. Noch einmal, die Kausalrichtung ist die: Erst waren plebiszitäre Instrumente nach dem Sonderbundskrieg im späten 19. Jahrhundert. Daraus entstand dann
eine Mehrparteienregierung, weil völlig klar war, wenn nicht alle politischen Parteien sich einig sind, kann das Volk jederzeit Regierungs- und Parlamentsentscheidungen revidieren. Das zweite Unterscheidungsmerkmal von demokratischen Verfassungsstaaten ist die Rolle plebiszitärer Instrumente. Darüber habe ich schon so viel gesagt, dass ich heute nichts weiter sagen muss. Wir blicken zum Schluss noch auf die Rolle des politischen Streits, denn das bewirkt zwei völlig verschiedene Kulturtypen von Demokratie. Den einen Kulturtyp nennt man Konkurrenzdemokratie. Alles beruht auf Konkurrenz. Die Voraussetzung ist, dass man einen stabilen Minimalkonsens und eine Tradition des fairen, gewaltfreien Streits hat. Dann trägt man politische Konflikte offen aus. Das alles wird abgeschlossen mit Mehrheitsentscheidungen. Und es gibt eine klare Konkurrenz von Regierung und Opposition. Streit ist erwünscht. Der gegenteilige Kulturtyp ist die sogenannte Konkordanzdemokratie. Das ist angebracht in zerstrittenen Gesellschaften ohne eine belastbare Tradition gewaltfreien Streits. Die Schweizer Konkordanzdemokratie entstand aus dem Sonderbundskrieg. Die österreichische Konkordanzdemokratie entstand aus dem Bürgerkrieg, durch die Nazi-Okkupation sozusagen abgewendet nach der Zeit des Ständestaates in Österreich. Sie entsteht in Deutschland, zwar noch nicht als Demokratie, sondern als Verhandlungssystem nach dem 30-jährigen Krieg. Hier werden Konflikte in langwierigen Diskursen und Aushandlungsprozessen zu Kompromiss- und Paketlösungen gebracht. Wir haben es ja in Deutschland inzwischen so weit getrieben, dass bevor man Koalitionsverhandlungen macht, in Sondierungsverhandlungen sämtliche Streitpunkte beigelegt werden sollen, sodass das Regieren anschließend nichts anderes als die Exekution des zuvor festgelegten Regierungsprogramms ist. Was dann entsteht, das sind Elitenkartelle mit Bereichsopposition, wo man in einzelnen Bereichen einander gegenübersteht. Beides kann funktionieren. Beides hängt in seiner Funktionstüchtigkeit ab davon, in was für einer Gesellschaft, mit welcher politischer Kultur man lebt. Lassen Sie das alles auf sich wirken, denn in den folgenden Stunden beschäftigen wir uns nun nur noch oder fast nur noch mit Demokratien und erkunden näher ihre einzelne Maschinerie. Bis zur nächsten Woche, alles Gute.